Essen. Hast du Essen? Nein, du. Nein, du. Aber nicht ganz so. Ich bin ein Mädchen. Thank you.
Thank you.
Habe ich die Gelegenheit, dass ich darf zu euch, liebe Lebengrübler, sprechen darf. Auf einmal darf ich euch herzlich danken, dass ihr in unserer Einladung so zahlreich, vollzählig, wenn möglich, Folge geleistet habt. Das freut uns, also die Familie Werner und Adolf Zimmermann, dass ihr euch die Mühe genug habt und hier in die Lebengrube reingekommen seid. Aber der Hauptgrund ist natürlich unser lieber Onkel Paul, wo uns für einen Monat besuchen. Und ich habe mir gedacht, das sei jetzt eine Gelegenheit, dass wir uns ein bisschen zusammennehmen. Ich darf sagen, ich habe eine Anführung. Das Margrit habe ich schon auch nach 20 Jahren nicht mehr gesehen. Das hat mich also wirklich gefreut. Das ruht etwa 10 Jahre nicht mehr. Etc. Das hat mich also wirklich gefreut, dass ich euch wieder einmal sehen durfte. Und auch die ganze Familie ein bisschen besser kennenlernen. Recht herzlichen Dank, dass ihr hierher gekommen seid. Ich hoffe, ihr werdet noch etwas länger bei uns bleiben. Wir können ja später draussen, wenn jemand kehrt, ein bisschen Horn, können wir auf die Terrasse zickeln, ins Haus rufen. Also, ihr müsst also wirklich nicht denken, ich sage jetzt wegen dessen reden, dass ihr etwas ging. Ganz sicher nicht, oder? Aber nur allem voran, auf einmal, dass ich euch auf einmal recht herzlich willkommen geheißen habe. Vom Abschied nehmen, wenn wir natürlich noch gar nicht reden. Bei allen herzlichen Dank, die dem Fest beitragen haben, die geschmickt haben, gestern schon angefangen haben, der Boden, Tischdekoration auf dem Tisch und das Dessert etc. Und natürlich auch die Karia-Service ist auch Gorgeln ein bisschen unterstützen. Bei allen recht herzlichen Dank, die da mitgetragen haben. Ich glaube, das klappt schon und das hoffen wir wieder ein anderes Mal. Dankeschön.